Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Anna-Sophie, Interior-Designerin und heute gebe ich dir 5 Tipps, wie du ein kleines Kinderzimmer einrichten kannst. Falls du weitere Tipps zum Thema Einrichtung oder Makeovers von Räumen nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall gerne den Kanal. Vor allem bei kleinen Räumen ist Planung wirklich das A und O. Und falls du nicht weißt, wo du da anfangen sollst, habe ich zu diesem Thema schon mal ein Video gemacht, nämlich wie man kleine Räume einrichtet. Das kannst du hier oben gerne in der Infobox anklicken. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Kinderzimmer müssen meist viele verschiedene Funktionen erfüllen. Das ist bei anderen Räumen in der Wohnung meist nicht der Fall. Zum Beispiel das Schlafzimmer dient ja meistens eher zum Schlafen. Aber bei Kinderzimmern sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn hier brauchen wir eine Schlafzone, wir brauchen was zum Lernen oder Malen und wir brauchen Platz zum Toben und Spielen. Und meistens dann noch ein bisschen Stauraum muss da irgendwie auch noch untergebracht werden. Deswegen macht es Sinn, dir wirklich vorher zu überlegen, welche Zonen brauche ich und wie kann ich diese Zonen in diesem Zimmer einrichten, sodass das Ganze Sinn ergibt. Ich zeige euch das jetzt gleich auch mal an einem Beispiel, was ich extra dafür erstellt habe, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. In der Schlafzone bzw. Ruhezone steht meistens das Bett. Gerade bei kleinen Räumen macht es natürlich Sinn, hier auch ein Hochbett zu verwenden, damit man einfach den Platz unten drunter noch hat. Und da bietet es sich zum Beispiel auch an, unter dem Hochbett eine Leseecke einzurichten, denn dann ist sozusagen generell dieser Abschnitt wirklich eine Ruhezone, eine Zone zum Runterkommen, sodass man vielleicht erst unten noch ein bisschen was lesen kann gemeinsam und dann kann das Kind nach oben zum Schlafen gehen. Für die Ruhezone gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel ein Tipi hinstellen oder ein kleines Sofa, einen Sessel. Wenn wir uns kurz anschauen, wo die Ruhezone am besten platziert werden sollte, dann würde ich hier vorschlagen, irgendeine Nische, falls es das gibt, in dem Zimmer zu benutzen. Oder ja, den Raum hinter der Tür oder irgendeine Ecke, wo es ein bisschen kuscheliger ist. Das Ganze kann man natürlich dann auch noch durch andere Tricks abtrennen, aber dazu kommen wir später noch. Bei der Lernzone bzw. Malzone ist es vor allem wichtig, dass wir hier viel Licht haben. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, am besten diese Zone in der Nähe vom Fenster platzieren oder, falls es kein Fenster gibt, dann natürlich mit möglichst vielen Lichtquellen irgendwie arbeiten, damit man hier wirklich auch konzentriert arbeiten kann. Wichtig für die Lernzone ist außerdem, dass das Kind nicht abgelenkt wird. Das heißt, versuch hier wirklich so wenig Reize wie möglich zu machen, aber jetzt auch nicht gar keine Reize, weil das hilft dann auch nicht unbedingt bei der Kreativität. Achte einfach darauf, dass es ein guter Mix ist. In der Spielzone oder Tobenzone macht es natürlich am meisten Sinn, dass hier möglichst viel Freifläche ist, also dass sich dein Kind wirklich austoben kann, dass es genug Platz hat, um seine Burgen aufzubauen. Ja, hier kannst du auch eine kleine Kletterwand integrieren oder etwas Interaktives, wo das Kind wirklich dann auch ein bisschen in die Bewegung kommt. Das Ganze ist natürlich am besten, wenn du unten auf dem Boden dann noch einen Teppich platzierst, damit das Kind einfach nicht auf dem kalten Boden sitzt und ja, es immer warm und flauschig von unten ist. Wenn du dir überlegt hast, wo sich die einzelnen Zonen befinden sollen, dann kannst du dir Gedanken machen, wie du diese Zonen irgendwie etwas optisch abgrenzen kannst. Das funktioniert durch verschiedene Gestaltungselemente. Du kannst es zum Beispiel durch Farben abgrenzen, also dass du dann wirklich zum Beispiel nur den Schlafbereich in einer bestimmten Farbe streichst. Oder du kannst das Ganze mit Regalen voneinander abtrennen. Das ist ganz praktisch, denn du hast gleichzeitig dann auch Stauraum. Aber man bekommt auch so ein bisschen diese optische Trennung. Und zum Beispiel die Lernecke, da macht es auch Sinn, die optisch abzutrennen, dass einfach, ja, die Augen nicht zu sehr zum Spielzeug wandern, sondern dass da wirklich einfach so ein bisschen so die Klarheit geschaffen ist. Ich weiß, in kleinen Räumen ist es natürlich auch schwierig, aber ja, wenn man sich da wirklich vorher einen Plan macht, einen Grundriss aufzeichnet und sich ganz genau überlegt, wo was hinkommt, dann bekommt man das auf jeden Fall hin. Falls du das Gefühl hast, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann kannst du dich auf jeden Fall auch gerne bei mir melden. Ich helfe dir gerne dabei, dein Kinderzimmer für dein Kind mit zu planen. Ich kann dir ein Farbkonzept, ein Raumkonzept erstellen und am Ende bekommst du eine Einkaufsliste, mit der du einfach nur noch shoppen musst. Also musst du dir gar nicht mehr viele Gedanken machen. Und ich würde sagen, wir kommen zum Punkt 2. Wenn wir jetzt schon einmal bei der Planung sind, dann gehört da natürlich auch dazu, sich vorher zu überlegen, welche Möbelstücke brauche ich,
welchen Stauraum brauche ich, welche Art von Stauraum brauche ich vielleicht auch. Also wie viel Stauraum brauche ich für die Klamotten, wie viel Stauraum brauche ich für die Bücher, für das Spielzeug. Was für Stauraum, also wo soll mein Kind selber auch drankommen können, dass es einfach ja, sich die Bücher selber nehmen kann. Und wo soll das Kind vielleicht auch nicht drankommen? Also, dass man sich wirklich so ein bisschen Gedanken macht, okay, auf welcher Höhe brauche ich welchen Stauraum? Bei den Möbelstücken macht es Sinn, sich zu überlegen, gibt es das auch als Multifunktionsmöbelstück? Denn das hilft auch, um ein bisschen Platz zu sparen, zum Beispiel einen Schreibtisch in einem Schrank oder einen Klappmaltisch oder, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ein Hochbett, damit man einfach den Platz unten drunter noch nutzen kann. Also da gibt es mittlerweile ja auch wirklich super viele Optionen, wo man sich austoben kann und Platz sparen kann. Im Hinblick auf Stauraum macht es wirklich Sinn, überall den Stauraum mitzudenken. Also wo kann ich immer noch irgendwie ein bisschen Stauraum integrieren? Zum Beispiel unter dem Bett, unter dem Schreibtisch oder über dem Schreibtisch. Also hier auch wirklich in die Höhe denken, am Boden denken. Alles, wo man irgendwie Stauraum integrieren kann. Gerade bei kleinen Kinderzimmern ist es wirklich wichtig. Kommen wir nun zum dritten Punkt, und zwar Gemütlichkeit reinbringen. Gemütlichkeit in einem Kinderzimmer ist wirklich das A und O, denn die Kinder sollen sich wohlfühlen. Man möchte nicht irgendeinen sterilen, klinischen Raum haben. Also hier kannst du wirklich voll auf Gemütlichkeit setzen, und das kannst du durch verschiedene Sachen erreichen. Zum einen durch Textilien, also dass du wirklich möglichst viele verschiedene Stoffe einbringst, zum Beispiel durch Kissen, durch Teppiche, Decken, Vorhänge, also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, einfach, dass man einen gemütlichen Ort hat zum Reinkuscheln. Die zweite Möglichkeit, um Gemütlichkeit einzubringen, ist die Beleuchtung. Das heißt, nicht nur eine Deckenleuchte zu benutzen, sondern auch verschiedene kleine Leuchtmittel zu verwenden. Also zum Beispiel Lichterketten, Wandlampen, ja, kleine Sterne, die irgendwie nachts leuchten. Also hier gibt es auch mittlerweile genügend Möglichkeiten, was man dafür benutzen kann. Aber wenn man wirklich viele verschiedene Lichtquellen in verschiedenen Höhen auch installiert, dann lässt es einen Raum auch noch mal größer wirken. Was natürlich auch Gemütlichkeit reinbringt, ist, wenn man kleine Nischen erstellt, wo sich ja, das Kind ein bisschen zurückziehen kann, dort vielleicht eine Burg bauen kann, spielen kann. Darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Wodurch man natürlich auch gute Gemütlichkeit reinbringen kann, ist die Farbgestaltung. Und da kommen wir jetzt nämlich auch schon zum vierten Punkt. Vor allem bei kleinen Räumen müssen wir wirklich aufpassen mit der Farbgestaltung, denn ja, es kann dann auch schnell überladen wirken, wenn man zu viele verschiedene Farben dort integriert. Deswegen macht es wirklich Sinn, hier sich vorher ein kleines Farbkonzept zu überlegen. Klar, die ganzen Spielzeuge sind natürlich sowieso alle kunterbunt, von daher ja, lässt sich das natürlich auch nicht so einhalten, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, dass man jetzt hier super perfektionistisch alle Farben komplett einhält. Das ist ja überhaupt nicht möglich und das soll auch gar nicht so sein im Kinderzimmer, generell auch nicht in anderen Wohnungen. Aber ja, hier macht es zum Beispiel auch Sinn, dann einfach eine relativ neutrale Wandfarbe zu wählen. Dadurch, dass halt, wie gesagt, sowieso schon so viele Farben durch die Spielzeuge in den Raum gebracht werden, ist es dann eigentlich ein guter Hintergrund für diese Farben, damit die dann auch ein bisschen zum Vorschein kommen, ist jetzt aber dann auch nicht super überladen alles wirkt. Vielleicht erstmal noch kurz zur generellen Farbauswahl. Es gibt ja mittlerweile auch viele abwaschbare Farben, also falls jetzt das Kind sich mal kreativ ausgelebt hat, dann kann man das Ganze dann auch einfach wieder gut abwaschen. Mittlerweile gibt es dann auch verschiedene Anbieter, die diese Farben im Sortiment haben, ja, sodass die einfach ein bisschen robuster sind und nicht wie andere Wandfarben dann super schnell sehr anfällig sind. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man Zonen auch durch Farben abtrennen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die du mit einbeziehen kannst, wenn du dein Farbkonzept gestaltest. Generell bei der Farbgestaltung finde ich persönlich ist immer am schönsten, wenn man jetzt nicht die Farben in ihrer reinen Form nimmt, denn die sind meistens viel zu intensiv und zu stark, sondern lieber Farben nehmen, die ein bisschen abgeschwächter sind. Was für Kinderzimmer natürlich immer super schön ist, sind zum Beispiel Pastellfarben. Die passen ja auch alle untereinander super zusammen. Also das wäre zum Beispiel eine relativ einfache Möglichkeit, ein Kinderzimmer zu gestalten.
Natürlich gibt es auch noch ganz viele verschiedene andere Farbkombinationen, aber wovon ich jetzt konkret abraten würde, wäre jetzt zum Beispiel ein Rot im Kinderzimmer zu verwenden, also wirklich ein reines Rot, denn ja, das macht ja eher ein bisschen aggressiv oder ein bisschen, ja, wühlt einfach generell einen so ein bisschen auf und außerdem wirkt es auch noch appetitanregend. Also ja, das ist, glaube ich, einfach nicht so die passende Farbe fürs Kinderzimmer, aber es gibt ja mittlerweile genügend andere Farben. Also hier würde ich wirklich dann eher auf beruhigendere Farben setzen, dass man jetzt nicht noch extra irgendwie aufgedreht wird. Zum Beispiel einen Blau-, einen Grünton, ja, oder einen Rosaton. Geht natürlich auch einen Braunton, also einfach so ein bisschen zurückhaltendere, beruhigendere Farben. Und die energetisierenden Sachen kann man dann ja auch in den Akzenten setzen. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, so Mottozimmer einzurichten. Wenn du ein Kind hast, was wirklich schon immer ein bestimmtes Motto geliebt hat, also sei es jetzt Dinosaurier, Fußball, Einhörner oder was auch immer, dann ist das natürlich auch möglich. Hier würde ich aber, glaube ich, wirklich eher davon abraten, das jetzt permanent an die Wände zu machen, einfach, dass man es halt schnell auch wieder austauschen kann, falls dann doch das Interesse nicht mehr so da ist. Also, dass man hier vielleicht wirklich dann eher in der Dekoration auf dieses Motto setzt und dann ist ja ein Kissen auch mal schneller ausgetauscht als jetzt vielleicht eine Wandfarbe oder ein Wandtattoo. Genau, das wäre dann einfach so mein Tipp für diesen Fall. Kommen wir nun zum letzten und auch wirklich wichtigsten Punkt in diesen Tipps, und zwar ist es, dein Kind mit einbeziehen und vor allem mitzudenken. Also mach dir wirklich vorher Gedanken, okay, was für ein Typ ist mein Kind? Braucht mein Kind eher Ruhe? Ist es schnell reizüberflutet? Tobt es eher den ganzen Tag rum und muss es eher ein bisschen runtergeholt werden? Also das sind wirklich so Fragen, die du dir stellen kannst. Und was natürlich auch super wichtig ist, das Kind ab einem gewissen Alter auch mit einzubeziehen, sodass es auch gleich irgendwie, ja, das Gefühl hat, es kann seine Umgebung auch mitgestalten und einfach diese Selbstwirksamkeit mit erfährt. Also das Kind dann auch wirklich mit einzubeziehen in den Prozess, und zum Beispiel bei Farben kann man das ja auch ganz gut machen und ja, das dann einfach mit integrieren. Mitdenken heißt auch, dass man zum Beispiel bei der Stauraumauswahl wirklich sich fragt, okay, wo soll mein Kind rankommen? Wie kann es da am besten rankommen? Ja, was zum Beispiel auch immer sinnvoll ist, so durchsichtige Boxen zu wählen, dass die Kinder auch wirklich auf einen Blick direkt sehen, wo was ist und sich das dann einfach direkt rausnehmen können. Was auch Sinn macht, sind zum Beispiel so Körbe, in denen man schnell mal was reinschmeißen kann, wenn man einfach mal schnell aufräumen will. Hier macht es auch Sinn, wenn die Körbe zum Beispiel Rollen haben, denn Kinder sind bekannterweise nicht ganz so stark wie wir Erwachsenen. Also diese ganzen Sachen kann man auch immer mitdenken und sollte man auch mitdenken, denn es ist ja nun mal nicht unser Zimmer. Aber was ich trotzdem auch gleichzeitig wichtig finde, ist, dass wir als Erwachsenen natürlich uns auch in diesen Zimmern wohlfühlen, denn wir werden dort natürlich auch einige Zeit verbringen und ja, wenn das dann nicht der Fall ist, ist es natürlich dann auch schwierig. Von daher ist es auf jeden Fall wie immer ein guter Mix aus allem. Und ja, damit sind wir schon am Ende dieses Videos. Zusammenfassend kann ich nur noch mal sagen, macht ihr wirklich vorher einen Plan, welche Zone kommt wohin. Gerade bei kleinen Räumen sollte man sich wirklich vorher überlegen, was kommt in diesen Raum rein, was muss hier drin sein und wie kann ich das Ganze irgendwie ansprechend gestalten. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Abonnier gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!